Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 auf der Waldstätten-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Und in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen, das Sojabohnenfeld zu machen. Nebenbei noch ein paar andere Sachen. Und zwar auch die Futtermischproduktion, wo ich schon mal ein bisschen was angefangen habe. Da ist jetzt die Silage und Stroh drin. Mineralfutter ist ein bisschen drin. Habe ich 2000 Liter erstmal gekauft. Und das Heu müssen wir noch einlagern. Ich würde jetzt den erstmal weitermachen lassen, solange der noch kann. Und schauen uns das mal an. Nein. Nächster Wegpunkt. So. Gut. Mit dem haben wir Milch gefahren. Beziehungsweise habe ich Milch gefahren, weil relativ viel schon wieder bei den Kühen drin hatten. 38.000 Liter Gülle haben wir noch drin und 14.000 Liter Milch. Deswegen habe ich die erstmal hier zu der guten Produktion gefahren. Mit dem werden wir auch gleich die das Heu noch machen. Ansonsten brauchen die definitiv Futter. Definitiv. Und der steht da oben. Ach genau, wir haben das Feld hier nochmal gegrubbert. Denn da war ja Gras drauf und ich wusste nicht, ob ich das einmal ansehen kann. Deswegen habe ich Offcam das Ganze einmal grubbern lassen. Also einmal komplett mit dem 6 Meter oder so sind das, glaube ich. Mit dem Grubber habe ich das machen lassen. Genau. Den könnten wir ja eigentlich auch gleich zurückgeben. Wobei, nee, den werden wir nochmal brauchen für die anderen Felder zum Zusammenlegen. Und genau. Den werden wir den erstmal behalten. Und den ja hier in die Halle reinstellen. Irgendwo ist ein Platz hinten. Nee, natürlich nicht hinten. Also doch die vorletzte. Also die in der Mitte. So. Gut. Dann machen wir den mal hier hin. Gut. Einmal das Ganze abhängen. Wow, natürlich erstmal ausklappen. Geht doch gar nicht, wenn die Schläuche nicht dran sind. Okay. X. Der gute Lemken. So. Oh, jetzt bin ich wieder umgestiegen. So, den habe ich auch schon gleich bereitgestellt. Den John Deere. Den können wir nämlich jetzt ansehen lassen. Dann werden wir nämlich das Ganze ansehen. Das Feld. Da würde ich ganz ehrlich eigentlich. Machen wir noch drauf. Ich würde sagen, wir machen einfach Raps drauf. Raps, genau. Oder? Ah ne, wir machen Sojabohnen. Sojabohnen kennen wir uns ja aus. So. Gut. Dann sage ich einmal dem Kollegen hier. Job erstellen. Feldarbeit einmal auf der dem Feld hier. So. Machst du 4 Vorgewände. Und dann generiere ich erstmal einen Kurs. Hier ist. Also das ist auch ganz, ganz komisch. Also die Generierung ist ganz komisch. Ah ja, ich weiß auch nicht, wie ich das machen, wie er das schaffen soll. Okay, ganz komische Sache. Wir müssen, glaube ich, noch mal das Ganze ein bisschen umpacken. Mal 3 Vorgewände. Wie sieht es dann aus? Da brauchen wir wieder ein bisschen. Für das Generieren. Na komm. So, der macht da unten. Ach, wow. Ey, ist das schlecht. Wirklich. Ist das ein. So. Jetzt.
Bin Vorgewende. Dann hat er hier kein Problem. Warum hat er denn jetzt die unteren Felder nicht? Was ist denn jetzt das Schild für ein Müll? Nicht irgendwie doof? Hat er denn jetzt das Feld nicht mitgenommen? Wenn ich sie hinmache? Das ist ja ganz komisch. So, nochmal. Also wirklich. Drei Vorgewände, das sollte ja reichen. Oh Junge. Probleme mit CP. Das ist ja wirklich anstrengend. So, dann. Auch wenn das Ganze hier jetzt Kalk bräuchte. Wenn wir es mal angucken. Müsste auch gewalzt werden, aber dabei, dass wir keine Walze haben, kann ich es auch nicht walzen. Erster Wegpunkt und los geht's. So, der ist ja am fleißiger Machen. So, dann werden wir uns den nehmen. Das Ding ist halt, wir können aktuell, wobei doch, wir haben den Ladewagen, da können wir doch noch ein bisschen Heu fahren. So, wir haben ja natürlich auch nicht von dem Heu. Auch nicht so geil. Ja, da kann nämlich die Produktion schon mal anfangen zu produzieren und dann können wir ganz entspannt. Aber jetzt nicht nochmal Milch, Alter. Das ist wirklich ein Krampf. Auf der Map Milch zu holen ist einfach nur ein Krampf. Und deswegen kann ich ja jetzt schon vielleicht mal was ankündigen. Wir werden zur nächsten Woche, also jetzt die nächste Woche wird noch ganz normal hier auf der Karte stattfinden. Aber danach die Woche werden wir auf eine neue Karte wechseln. Einfach, weil mich hier viele Sachen stören. Einerseits eben das Ding mit den mit dem Grasmähen hier vorne zum Beispiel oder allgemein, dass manchmal nicht die Schwaden angezeigt werden, beziehungsweise einfach nicht platziert werden kann. Dann kommen halt eben dazu, dass auch dass die Karte natürlich sehr groß ist. Eine Person ist das ein bisschen viel, finde ich. Upalach, du Heiliger. Ich kann ja mal ganz entspannt das Ding aufmachen. Nein. Ja, ich habe auch vielleicht viele Sachen falsch gemacht. Einfach hier alles mit Produktion zuzuknallen, war halt vielleicht auch ein Fehler. Das sehe ich ein. Deswegen würde ich ja auch ganz gerne einfach einen Neuanfang auf einer anderen Karte machen. Und eben halt auch grundsätzlich eben wegen diesen in diesem Fauxpas mit dem mit den Schwaden. Ich weiß nicht, was auf der Map nicht richtig läuft, aber das, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert, hier vernünftig Gras zu machen, und das ist halt blöd. Ja, und ich finde auch vom Hofdesign her finde ich es halt alles nicht so zu 100% geil. Deswegen werden wir da auf jeden Fall auf eine andere Karte wechseln. Welche das sein wird, werdet ihr natürlich erst dann erfahren, wenn das soweit ist. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall mir die Karten erst angucken und dann entscheiden. Aktuell habe ich so 2 bis 3 Maps, die ich auf jeden Fall bevorzugen würde. Aber eine finale Entscheidung steht halt eben noch nicht. Genau. Wie sieht es aus mit den Schafen? Können wir bei denen noch irgendwas machen? Das Ding ist halt auch, wir haben jetzt wieder fast kein Heu. Also das ist das letzte Heu, was wir hier drin haben in dem Silo. Und ich weiß nicht, ob... Ne, unten ist ja nichts mehr. Also ist gut. Was man natürlich sagen muss, wir haben jetzt irgendwie 150.000 Liter eingelagert. Also es ist jetzt kein Problem, mal schnell Heu wieder zu produzieren. Also das ist jetzt keine Schwierigkeit. Das sollte eigentlich ganz entspannt laufen. So. Gut, dann fahren wir das jetzt erstmal in die Produktion hier rein. Dann kriegen nämlich die Kühe dann auch demnächst, denke ich mal, Futter. Silage werden wir mal den Kühen geben. Und wegen Strom müssen wir mal gucken. So. Also ich meine, ich finde den Hof natürlich vom Ding her nicht so schlecht. Ich finde die Halle halt unpraktisch. Aber das sind halt alles so eine Fehler, die man nach und nach machen kann. Ja. So.
dann einmal das ganze Zeug rein, dann könnten wir ja hier auch schon mal auf Start drücken, aktivieren. So, weil 100 Liter gehen rein, wir machen jetzt 30.000 rein. Also auch Produktionskosten sind 2.000 pro Monat und Zyklen sind 240. Also es sollte auf jeden Fall hinhauen erstmal. Stelle ich den nämlich erstmal hier an den Rand. Gucken, ob das geht. Sollte aber eigentlich. Komm, 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 du schaffst das. Komm. Sehr schön. Weil, dann wenn wir nämlich den hier abhängen, weil hier nämlich gleich auch das Gewicht ist, dann kann ich nämlich einmal das Gewicht gleich dranhängen. So. Aber wenn ich jetzt ein paar Ballen mitnehme, dann ist doch schon sinnvoller, wenn man Ballen eben auch vernünftig anheben kann, ohne dass man eben halb irgendwie in der Luft hängt. So. Wenn wir jetzt die Ballen hier nehmen, ich glaube, die sind fertig. Ja, die sind alle durch. Schön. Die Frage ist natürlich, wie viel nehme ich jetzt? Die Frage zwischen 2 und 4. Das Ding ist halt, für 4 muss ich halt die ersten so ein bisschen kriegen. So mit der linken Hälfte, mit den linken zwei Spießen und dann. So, das einmal anheben, zurückfahren. Zur Seite ein bisschen und dann die andere Hälfte mit. Dann wieder absetzen, runter. Und zusammenschieben. Und dann das Ganze ganz entspannt hoch. Ja, ich merke schon, das ist auf jeden Fall nicht so. Nicht so besonders geil. Wenn es dich hier auf zwei Achsen. Auf zwei Räder nur hochhebt. Na komm schon. Runter. Lass mich runter jetzt. Ich muss irgendwie zurückfahren. So. Komm schon. Gerne auch ganz runter. Ja. Das war klar. Das war ja klar, dass der Ball runterfällt. Aber gut. Dann fahren wir halt nur noch mit drei Ballen, ist ja jetzt auch nicht das Problem. Hier hebelt es schon wieder ein aus, Alter. Lecco mio muchacho. Nein, jetzt fall doch nicht du auch noch. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr rein. Jetzt liegt er da in der Tür drin. Oh, wow. So, der ist verschwunden. Was ist denn jetzt? Wo hänge ich denn? So. Immerhin. Die nehmen sich das selber. Ganz entspannt. So. Kühe. Kühe, Kühe. Die haben jetzt Basisfutter. Mischration Heugras brauchen sie. So, dann würde ich jetzt noch Heu holen. Und Gras. Machen wir wieder. Machen wir wieder den ganzen Spaß ein. Und dann die Kühe versorgen. Einmal das Gewicht wieder hier hinten ran. An die Wand. Erst herunterlassen. Junge, schmeiß es doch einfach runter, Junge. Wo sind wir denn hier? Außerdem war das eh nicht so hoch. Es geht ja auch nicht kaputt, also. Naja. Ist ja auch egal. So. Und voran. Oder der Drescher muss entladen werden. Achso, der ist bestimmt fertig, oder? Kann ich mir vorstellen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er fertig ist. Aber ich kann es mir auch nur vorstellen. Das jetzt der Wahrheit entspricht, ist wieder eine andere Frage. So. Wo haben wir's? Gras. Einmal so 15.000. Ja, wahrscheinlich muss der. So. Der ist. Ja, der ist fertig. Gut. Damit sind wir auch mit dem schon fertig. So. So. Okay.
Wann das? So, warte mal. So. So, gut. Motor starten, dann einmal das Rohr ausfahren und da unten an den Anhänger fahren, weil hier die Ecken, die lasse ich jetzt stehen. Mein Gott, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Aber damit würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und rein. Tschüss und ciao.